Ihr wollt mit einer Brutmaschine gesunde Hühnerküken ausbrüten. Ihr habt schon von Brutfehlern und ihren Folgen gehört und seid etwas verwirrt. Welche Temperatur, welche Luftfeuchtigkeit, wann soll ich wenden, wann soll ich nicht wenden? Und euch stehen die Haare zu Berge und ihr habt Angst um die Küken, die ihr ja gesund ausbrüten wollt. Dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Das Video heißt So geht Kunstbrut. Ich bin Dr. Bene von dem Dinosaur-Hühner-Kanal und zeige euch in diesem Video die Rahmenbedingungen, in denen ihr euch mit eurer Kunstbrut bewegen dürft und dann auf einen gelungenen Schlupf hoffen könnt. Und ich zeige euch dann noch, wie ich das konkret bei mir handhabe. In diesem Video möchte ich mich nur mit der Kunstbrut von Hühnereiern beschäftigen und deshalb gehe ich mal davon aus, dass ihr optimale Bruteier in eure Brutmaschine einlegt. Und das Erste, was man sich dann fragt, welche Temperatur soll ich einstellen? Welche Temperatur brauche ich? Bei der Temperatur sorgen immer wieder zwei Angaben für Verwirrung. Das eine sind die 37,8 Grad Celsius und das andere die 38,3 Grad Celsius. Und das kann man ganz einfach auflösen. Das Ei braucht die 37,8 Grad Celsius. Und wir haben einmal Motorbrüter. Die haben eine Luftumwälzung, wir haben hier eben einen Motorventilator, der eben die Luft umwälzt und somit gibt es im Brutraum überall die gleiche Temperatur. Den stellen wir auf 37,8 Grad Celsius ein und daneben gibt es dann noch Flächenbrüter und die Flächenbrüter haben keinen Ventilator und deshalb haben wir hier ein Temperaturgefälle. Die Hitze kommt bei Flächenbrüter nur von oben, von den Wärmedrehtern. Und hier an diesem Temperaturfühler, der an der Ei-Oberkante aufsetzt, da werden die 38,3 Grad gemessen und wir haben hier keine Luftumwälzung. Und die Luft, die Temperatur schichtet sich ein und wir gehen davon aus, dass an der Unterkante des Eis 1 Grad weniger Temperatur herrscht als oben. Also haben wir oben am Ei die 38,3 Grad. Und unten 37,3 Grad und in der Eimitte haben wir dann genau wieder diese 37,8 Grad. Und hier muss man eben sehr gut aufpassen, dass man wendet und die Eier umlagert, weil es kann auch hier in der horizontalen Temperatur Unterschiede geben. Deshalb muss ich mich mit dem Bruja doch noch ein bisschen mehr anfreunden als mit meinen Covatutu-Geräten. Aber ich denke, das war für euch deutlich, warum es diese zwei Differenzen in den Temperaturen geht. Das ist die Temperatur, die die Eier haben wollen. Und das hier ist einfach die Temperatur im Flächenbrüter an der Ei-Oberkante. Und in der Ei-Mitte haben wir dann auch diese Temperatur und unten ist es kälter. Und deshalb ist es da wichtig zu wenden. Auf die Wendung komme ich im übernächsten Abschnitt zurück, aber als nächstes ist nämlich die Luftfeuchtigkeit wichtig. Nee, Bene, eins hast du noch vergessen. Bei manchen Brutmaschinen wird in der Anleitung darauf hingewiesen, dass man zum Schlupf hin in den letzten Tagen, in der sogenannten Schlupfbrut von Tag 19 bis 21, die Temperatur leicht absenken soll. Das ist nämlich so, dass die Küken im Ei ja schon Körperwärme produzieren und dadurch kann die Temperatur im Brutraum ansteigen. Und wenn das Gerät nicht nachmisst und dann weniger heizt, dann sollte man eben die Heizung etwas runterdrehen, damit die Küken gesund schlüpfen können und nicht dann während des Schlupfes überhitzen. Bei meinen Covatutus muss ich die Temperatur nicht runterregeln. Also da müsst ihr in eure Anleitung gucken bei der Brutmaschine und wenn die da empfohlen wird, die Temperatur im Schlupf runterzuregeln, dann macht das bitte. Und ansonsten braucht ihr das nicht runterregeln. Der nächste Abschnitt ist die optimale Luftfeuchtigkeit für eine gelungene Kunstbrut. Und da gehen die Angaben relativ weit auseinander. Ich war unzufrieden und ich habe versucht, in der englischen Literatur nochmal was zu finden. Aber so richtig zufrieden bin ich damit immer noch nicht. Es geht darum, dass eben der Wasserverlust während der Brut nicht zu stark und auch nicht zu wenig sein soll. Die Luftblase muss dann da sein zum Ende des Schlupfes, damit das Küken, wenn es auf die Lungenatmung umstellt und im Ei in die Luftblase einsticht, eben die Luftblase groß genug ist, dass das Küken dann daraus eben atmen kann. Ungefähr 12% Gewicht verliert das Ei während der Brut und ich finde Angaben von Tag 1 bis 18 sollen Luftfeuchtigkeiten zwischen 40% und 60% eingehalten werden. In manchen Büchern wird das eher auf 50% bis 60% definiert
Und ich visiere deshalb eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr 55% an in dieser Phase der Brut, damit die Eier eben nicht zu stark austrocknen, aber auch nicht zu feucht werden, dass die Küken eben in die Luftblase einstechen können. Ab Tag 19 wird empfohlen, die Luftfeuchtigkeit zu steigern. Und zwar, da gibt es Angaben zwischen 65% und 85%. Und 85% sind schon recht schwer zu erreichen in so einer Brutmaschine. Da muss man schon ein Schälchen mit einem Schwammtuch reinlegen, was vollgesaugt ist, um dann überhaupt in dem Raum über 80% zu kommen. Bei der Naturbrut reiben die Eier unter der Glucke 21 Tage lang aneinander und auch an den Bauch der Glucke. Und die äußere Eischicht wird dabei abgerieben. Das findet bei der Kunstbrut eben nicht statt. Und deshalb versuchen wir mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit den Schlupf unserer Hühnerküken an den letzten Tagen zu erleichtern. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit soll die Kalkschale der Kunstbruteier etwas poröser machen und damit luftdurchlässiger und eben einfacher für die Küken zu durchdrücken. Und auch die innere Membran, die das Küken auch mit dem Eizahn durchstoßen muss, wenn die austrocknet, wird die hart wie Leder und richtig weiß. Und die soll eben durch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit auch so ein bisschen elastischer sein, dass das Küken da besser durchkommt. Ich habe den ganzen Vormittag in der englischen Literatur gesucht, was ist der Effekt der Luftfeuchtigkeit kurz vor dem Schlupf, und ich habe nicht viel gefunden. Ich habe eine Publikation gefunden, wo getestet wurde, 5 Tage vor dem Schlupf mit 43%, 53% und 63% Luftfeuchtigkeit, und bei der 43% Luftfeuchtigkeit sehr trocken, da gab es eine leicht erhöhte Sterblichkeit der Küken, aber bei den anderen Luftfeuchtigkeiten wurde in dem Experiment kein großer Unterschied gefunden. Also es scheint, dass die Luftfeuchtigkeit, was ja auch diese großen Spannen quasi verständlich macht, dass da durchaus ein relativ großer Spielraum ist, mit dem die Embryonen und die Küken, wenn sie gesund aus gesunden Bruteiern kommen, eben auch gut mit umgehen können. Und also die Luftfeuchtigkeit macht nicht so viel aus wie die Temperatur, aber wir sollten ungefähr in diesen Bereichen sein. Aber ein gesundes Küken wird auch schlüpfen, wenn wir vergessen, die Luftfeuchtigkeit hochzufahren. Das wird auch so aus dem Ei rauskommen. Das nächste Thema ist die Wendung der Eier. Die Glucke unter sich, die guckt immer die Eier so ein bisschen, schiebt die hin und her und macht mal eins von außen nach innen und dreht die rum. Und wir wollen unsere Eier auch wenden bei der Kunstbrut. Von Tag 1 bis Tag 3 ist eine Wendung nicht notwendig. Da ist es egal. Man darf wenden ab Tag 1, wenn man möchte, aber man kann mit dem Wenden auch erst am 4. Tag starten. Das Wenden ist besonders kritisch von Tag 4 bis 8, weil sich da dieser Keim und Membranen bilden, und die könnten dann, wenn nicht gewendet wird, an der Eischale anwachsen und festkleben, und dann würde dieses Küken in wenigen weiteren Tagen absterben. Also ab Tag 4 ist die Wendung sehr wichtig für die Küken, und auch zum Ende hin in der zweiten, dritten Woche ist es dann wichtig, dass die Eier gewendet werden für die gesunden Küken, dass die sich gesund entwickeln. Aber ab Tag 19, wenn eben das Küken mit dem Schnabel in die Luftblase einsticht und auf Lungenatmung umschaltet und sich schon vorbereitet und schon die Kraft sammelt, dass es bald aus dem Ei heraus will, es wird zu eng, ab da sollen wir nicht mehr wenden. Am Tag 19, 20 und 21 werden die Eier nicht mehr gewendet, und die Brutmaschine wird auch noch nur noch im Notfall geöffnet. Das Ei soll schön in Ruhe bleiben. Das Küken im Ei orientiert sich nach oben und will nach oben aufdrücken. Und wenn wir dann wenden, dann muss das Embryo im Ei sich immer wieder rumdrehen, weil es nach oben aufdrücken will. Und das ist natürlich kraftzehrend. Also wenden, man kann ab Tag 1, muss aber nicht. Man soll auf jeden Fall ab Tag 4 bis Tag 18 die Eier wenden und ab Tag 19 dann nicht mehr wenden in der Vorbereitung zum Schlupf. Und um Stoffwechsel zu machen und zu wachsen und zu gedeihen, brauchen die Embryonen natürlich Sauerstoff. Am Anfang der Brut ist das sehr wenig, aber der Sauerstoffbedarf, der steigt mit der Brut immer weiter an,
Und spätestens ab Tag 19, wenn dann auf die Lungenatmung umgeschaltet wird, dann springt der Sauerstoffbedarf natürlich nochmal etwas weiter an, wenn die Lunge atmen will vom Küken. Also ab Tag 19 brauchen die Eier etwas mehr Sauerstoff. Da gibt es bei manchen Brutgeräten so Lüftungsschlitze, die man dann etwas weiter aufdrehen kann. Hier haben wir den Ventilator, hier sind ein paar Löcher drin. Da drückt genug Luft immer rein und raus. Also hier muss ich nichts zusätzlich machen an meinem Covatutu. Und hier gibt es nur ganz kleine Lüftungsschlitze. Also hier würde ich dann schon einmal am Tag für 10 Minuten müsste ich den aufmachen, damit eben frische Luft reinkommt. Das ist halt ein Flächenbrüter, wo man jeden Tag sich dann auch wirklich mehrmals kümmern muss. Und jetzt möchte ich euch am Beispiel meiner ersten Brut 2021 nochmal zeigen, wie ich das alles handhabe. Ich habe schon über Wochen lang von meinen Crèvecœur-Hühnern Bruteier gesammelt und habe mir Marans und englische Araucana Bruteier schicken lassen. Und an dem Tag, als die dann ankamen, habe ich die hier alle aufgebaut, habe die sortiert, habe mir die angeguckt und habe dann von meinen Crèvecœur-Eiern diese Eier aussortiert. Die waren mir zu dreckig, die habe ich nicht eingelegt. Das hier ist so ein Kandidat, letztes Jahr hätte ich das vielleicht noch eingelegt, aber jetzt, wo ich mich so informiert habe über Krankheitskeime und Desinfizieren, habe ich die rausgenommen. Ich hatte auch noch genug andere Eier. Und das Ei war das einzige, was viel zu klein war. Das war vielleicht ein Erstlingsei von einer Junghenne oder von einer Althenne, die wieder angefangen hat zu legen. Und dann habe ich noch raussortiert, die Eier, die über 3 Wochen alt waren, die brauche ich auch nicht versuchen. Ich habe im letzten Jahr ab Tag 17 gemerkt, in der Bruteilagerung, also Bruteier, die ich 17 Tage gelagert habe, die sind noch gut geschlüpft. Und die maximale Bruteilänge, die ich geschafft habe, waren 21 Tage, 3 Wochen. Und ein älteres Brutei habe ich nicht mehr geschafft auszubrüten im letzten Jahr. Und deshalb habe ich gesagt, die brauchen keinen Platz in der Brutmaschine, die tue ich gleich raus. Ich habe dann mit Oregano-Extrakt die Eier einmal getaucht und desinfiziert. Ja, ich habe mir hier also die Lösung angesetzt. Hier ist 1 Liter warmes Wasser. Ich habe 30 Milliliter von diesem Dosto Liquid Oregano-Extrakt gemacht. Ich habe im Sprachgebrauch, war ich da nachlässig. Ich habe das zum Teil Oregano-Öl genannt. Und Öl würde natürlich hier, würden wir erwarten, dass es aufschwimmt und sich nicht löst. Aber hier sind die Bestandteile des Oregano-Öls sind extrahiert in diesem Mittel und das löst sich gut. Das ist ein bisschen milchig, aber es ist völlig homogen. Und ich muss auch keine Handschuhe anfassen. Das ist, es riecht gut, eben nach Oregano. Ja, und es ist tödlich für die Bakterien und Keime. 3% haben wir jetzt hier drin, weil ich habe hier eine 10%ige Lösung. 30 Milliliter auf 1 Liter ergibt mir dann eine 3%ige Lösung hier drin. Und das soll reichen, um quasi alle Bakterien, Keime, Schimmel, Pilze abzutöten, die eben dieses Mittel abzutöten in der Lage ist. Ich glaube, es spielt keine so irrsinnig große Rolle, ob ich das jetzt hier 5 Sekunden, 10 Sekunden oder eine Minute eintauche. Das Ei ist ja jetzt nass und feucht und es verdunstet langsam ein bisschen und es zieht auch ein bisschen was bestimmt in die Eischale ein. Und es wirkt eben nach. Und ich habe jetzt nicht wie Jensmann and the Hoons 2 Grad plus nur, sondern ich habe hier Raumtemperatur. Und da wirkt das Oreganoöl. Und es wirkt ja jetzt auch über die Zeit. Ich lege die jetzt hier hin und lasse die quasi trocknen und überführe sie dann in die Brutmaschine. Hier abtrocknen lassen und habe die dann in meine 3 Brutmaschinen eingelegt. Und ich habe hier den kleinen Covatutu 24. Und hier liegen die Marans-Bruteier drin. Das ist quasi ein Motorbrüter, der hat da einen Ventilator. Und unten musste ich noch eine Schale reinlegen, damit ich eben über 55% Luftfeuchtigkeit habe. Und hier der Motor zieht die Eier immer ein Stück hin und her. Dann in dem Bruja Modell 400D. Das ist ein Flächenbrüter, der heizt von oben. Das macht die Glucke ja auch.
und hier liegen ganz viele Crèvecoeur-Eier drin und dann hat man unten diese Wasserrinnen, die man vollfüllen kann. Und ich habe hier auch im Haarhygrometer überprüft, dass ich auf die Luftfeuchtigkeit komme, die ich haben will. Das sind also meine Crèvecoeur-Eier und hier muss ich eben mehrmals täglich an diesen Schnüren ziehen, damit sich die Eier dann immer ein Stück weiter drehen. Und ich muss einmal am Tag aufmachen und lüften. Und der ist eben, naja, jetzt gerade nicht mehr, aber der ist auf 38,3 Grad Celsius eingestellt. Und hier habe ich meinen großen Cubatutto 54, der ist auf 37,8 Grad Celsius eingestellt. Ich habe das Haarhygrometer mit drin liegen, das ist bei knapp 60%, also im grünen Bereich. Und welche Eier habe ich hier drin liegen? Hier habe ich die dunklen, hier habe ich die dunkelsten Marans-Eier drin liegen. Die schönen grün-blauen Eier von den englischen Araucana in Lavendel und noch weitere Crèvecoeur-Eier von meinen. Ja, und hier habe ich auch unten noch zusätzlich ein Wasserschälchen reingestellt, weil von dem Fabrikat reichte es nicht. Da war ich nicht über 50% Luftfeuchtigkeit gekommen. Deshalb habe ich danach geholfen. Hier unten hat man noch Platz, wo man Schälchen reinstellen kann. Ich habe am dritten und vierten Tag die Bruteier durchleuchtet mit meiner Schierlampe. Unbefruchtete Eier leuchten wie eine Glühbirne und man kann den Eidotter als Schatten erkennen. Und befruchtete Bruteier, da erkennt man so ab dem dritten Tag, wenn es helle Eier sind, so eine Blutspinne. In der Mitte befindet sich dann der Embryo und die Adern holen sich dann die Nährstoffe rein. Und hier bei dem Ei seht ihr schon ganz deutlich, wie das kleine Herz schon schlägt. Da ist quasi der gesamte Embryo ist ein schlagendes Herz in diesem Brutei. Das ist also auch befruchtet. Eindeutig unbefruchtete Eier sollte man auf jeden Fall aus dem Brutkasten entfernen, weil in diesen Eiern können sich dann Krankheitskeime entwickeln und die könnten sich dann theoretisch, wenn es zum Beispiel Salmonellose ist, auch auf die anderen Bruteier im Brutkasten übertragen und das wäre nicht schön. Und habt gesehen, dass einige Eier nicht befruchtet sind. Das kann sein, dass die zu niedrige Temperaturen abgekriegt haben im Pelletkeller, dass die auf 2 Grad runter waren und deshalb nicht mehr entwicklungsfähig waren. Es kann aber auch sein, was ich bei dieser Henne vermute, ihr seht, die legt ein rein weißes Ei und hat hier am stumpfen Ende auch unheimlich große Poren oder Verwachsungen im Ei drin. Die sind mit Sicherheit immer von der gleichen Henne und die sind alle unbefruchtet. Also entweder hat die Henne ein Problem, weil ich weiß ja, der Hahn kann befruchten. Ich habe ja massenhaft befruchtete Eier, die der Hahn befruchtet hat. Ich vermute hier, dass die Henne ein Problem hat oder dass die Henne den Hahn nicht hat treten lassen oder der Hahn guckt halt die oder die Henne ist für den Hahn eben unattraktiv und der wollte die einfach nicht besteigen. Was aber komisch ist, wenn es nur eine Henne ist. Nein. Ja, hier gibt es noch weitere Eier, die unbefruchtet sind. Die habe ich also rausgenommen. Meine Daten, ich hatte 103 Eier eingelegt und ich habe jetzt noch 79 Bruteier im Rennen. Bei den Marans-Eiern erkenne ich natürlich sehr wenig. Ich habe das Gefühl, dass ich mithilfe der Kamera so ein bisschen erkenne, ob es befruchtet ist oder nicht. Wenn euch das Video So geht Kunstbrut weitergeholfen hat, dann gebt dem Video gerne ein Like oder teilt es vielleicht sogar weiter. Und ich werde in weiteren Folgen dann berichten, wie es mit meiner Brut dann weiterging. Macht's gut, euer Dr. Wehne. Wir sehen uns im nächsten Video.